Ja, einen schönen guten Tag bzw. einen sonnigen Nachmittag an alle Zuschauer hier zum JFD Live Trading TV 1645, 7. Juli. Wir schauen auf die Märkte und die tun genau das, was wir unlängst schon präferiert haben. Wollen wir kurz auf den DAX schauen, der, wie gesagt, heute Morgen ja schon unter oder zur Betrachtung anstand und hier wurde gemutmaßt eben hier Level 10.940 Punkte, klarer Widerstandsbereich. Hier haben wir am Morgen einen Retest gemacht, deswegen auch hier die roten Pfeilchen oben. Und der Markt hat hier durchaus weiteres Abwärtspotenzial. Kurzfristiges Erholungspotenzial wurde durchaus für möglich gehalten, war aber wie gesagt nicht zwingend erforderlich. Und der DAX hat sich ja tatsächlich an den direkten Fahrplan nach unten gehalten und notiert hier schon deutlich über 1,5% im Minus und sackt hier eben ganz, ganz sauber nach unten durch und hat hier, wenn wir uns mal rausscrollen, jetzt eben hier auch die neuen Mehrwochentiefs vor Augen. Also nach dem Gap zum Wochenauftakt, was wir hier sehen, das Gap Close gelang nicht. Hier im Übrigen dann das zweite Gap praktisch, was wir jetzt in der Folge noch offen halten. Und der Markt scheint hier gut dran zu sein, im Sinne weitere Verluste zu provozieren. Der kurzfristige Abwärtstrend hat jetzt hier seine absolute Relevanz, inklusive hier dieses Widerstandslevels bei 10.940 Punkten. Erst oberhalb dessen, und da können wir den grauen Pfeil auch ein Stück weiter runterziehen, wären die Bullen jetzt wieder im Vorteil. Unterhalb dessen bleiben hier hingegen die Bären ganz klar im Vorteil. Und selbst hier temporäre kleinere Erholungen dürften kaum über 10.940 Punkte hinausführen. Vielmehr die Marke von 10.800 Punkten jetzt sogar schon ein kurzfristiges Widerstandslevel, welches sich hier bereits als hartnäckig herausstellen könnte, sofern es denn Erholungen in diesem Bereich geben sollte. Gut, das ist jetzt ein Widerstand, wie gesagt. Wir haben hier auch bei 10.830 etwa hier einen kleinen Widerstand, wenn wir uns die Kerzenkörper anschauen. Hier hat, wie gesagt, jetzt auf der Oberseite der Markt einige Deckel drauf liegen und das müsste sich erstmal zeigen, ob der Markt hier wirklich bereit ist, nochmals in diese Region raufzuziehen. Hier scheint sich das bärische Bild mehr und mehr zu manifestieren und daran kann man auch nichts ändern. Es sei denn, man schaut hier nur zu und wartet auf Long-Gelegenheiten, dann ist sicherlich der Zeitpunkt aktuell noch nicht gekommen. Obwohl, wir schauen jetzt hier nochmal auf die Saisonalität. Hier für die kommenden 90 Tage mal auf den DAX, wenn er sich jetzt mal hochlädt. So, da haben wir sie. Und da wird uns jetzt offenbart, wir nehmen mal den Tagesschart dazu, wo auch hier im Prinzip die schwächere Tendenz ganz klar schon seit längerem präferiert wird. Und jetzt schauen wir mal, was hier die Saisonalität sagt. Und da sehen wir hier eine leicht abwärts gerichtete Tendenz, welche sich hier dann im Laufe des Augusts, im Laufe des Septembers, insbesondere Ende September, dann hier sehr, sehr dynamisch fortsetzen könnte. Also das, was wir bislang sehen, ist natürlich hier eine große Konsolidierung vom Allzeithoch ausgehend, aber im schlimmsten Falle könnte sich hier so ein kleiner Sommercrash noch anschließen, wenn wir hier auch die Saisonalität betrachten und die technischen Vorzeichen haben sich jetzt hier mehr und mehr eingetrübt. Wir haben hier diesen großen Aufwärtstrendkanal, diesen Aufwärtstrend seit Oktober letzten Jahres hier ja zuletzt klar gebrochen. Und jetzt befinden wir uns hier ohne Zweifel, ohne Umschweife, genau in einem sehr, sehr etablierten Abwärtstrendkanal und kurzfristig, wie gesagt, 10.600 Punkte sind neben 10.700, also 10.700, 10.600 Punkte sind durchaus möglich, um dann gegebenenfalls hier unten sogar nochmal die Trendlinie zu touchieren. Da reden wir dann über einen Bereich von 10.500, 10.450 Punkten. Das sind Niveaus, die man ja durchaus auf der Agenda haben sollte, aber hier vorab geschaltet das Niveau von 10.600 Punkten, weil wir eben hier auch einen Unterstützungsbereich vom Januar haben. Mal abwarten, ob es soweit kommt. Wie gesagt, DAX ganz klar im Abwind, das wurde heute Morgen schon präferiert und auch in den letzten Tagen. Jetzt schauen wir mal auf den S&P 500. Da hatten wir vorhin erst eine kurzfristige Analyse vor der Börseneröffnung 14:30 Uhr gebracht mit der Tatsache oder der Headline, dass 2085 Punkte nun mal ein ganz klar signifikant definierbarer Widerstandsbereich ist. Und genau dieses Level haben wir heute nochmals angesteuert in der hier 24-Stunden-Indikation. S&P lief hier an dieses Niveau ran mit der European Eröffnung. Und was Sie dann sehen, bestätigt hier diese blauen Tendenzpfeile des Vortages, der Analyse vom Vortag zum S&P 500. Und hier sind im Prinzip jetzt die Zeichen weiter auf Sturm. Der S&P sicherlich hier deutlich schon in einem Ausverkaufsmodus. Dennoch sollte hier das Niveau um 2040 Punkten, 2048 Punkten kurzfristig erreichbar sein. Entweder direkt oder mit einem kleinen Pullback, aber das Niveau ist hier definitiv das nächste Ziel. Um dann, wenn wir uns den S&P 500 auch mal im großen Chart anschauen,
Vollbild schließen, gehen wir ins große Bild. Hier sind wir jetzt in dieser Unterstützungszone, beziehungsweise 2047, 48 haben wir noch vor uns. Das ist hier dieser blaue Tendenzpfeil. Genau da sollten wir heute auch hinlaufen, beziehungsweise in den nächsten Tagen vielmehr. Und das sieht auch gut aus, dass das genau vollzogen wird. Schauen wir jetzt noch auch hier auf die Saisonalität der kommenden 90 Tage. Sieht ein bisschen anders aus. Jetzt sieht man hier, dass wir im August rein technisch sogar beim S&P 500 eine Erholungsbewegung sehen aufgrund der laufenden Verluste, die sogar ein Stück weit stärker ausfallen könnten. Aber was interessant ist, mit dem Monatsende vom August und dann hier bis in den September hin, dann sogar Oktober, haben wir hier statistisch gesehen eine ganz, ganz schwache Saisonalität. Und wenn wir uns das natürlich jetzt hier vor dem Hintergrund anschauen, dass der Markt hier oben so ein Stück getoppt hat, der S&P 500, hier in diesem Bereich am Allzeithoch, hier fehlt immer jegliche Power, um weiter nach oben anzuziehen, dann gibt es im Prinzip jetzt hier neben dem Level von 2045, 2045, 2048 Punkte hier in dieser Range, eben dieser Unterstützungszone, dann nur noch diese Aufwärtstrendlinie, die er halten kann. Und wenn wir uns die anschauen, dann gehen wir auch gleich mal aufs ganz große Bild hier im Wochenchartintervall. Hier diese große negative Divergenz löst sich jetzt klar nach unten auf und wir haben jetzt hier rein technisch gesehen die Unterschreitung. Jetzt gehen wir hier auf das Märztief, das waren 2041,50. 2046,50, das heißt, das Märztief haben wir noch vor uns, aber wenn dies unterschritten wird, dann hat der Markt sicherlich einige Schwierigkeiten. Letzten Punkt entfernen, das heißt, hier muss jetzt erstmal ausgelotet werden, wo das nächste markttechnische Tief liegt und mit Verlaub 2015, 2040 wäre hier auf jeden Fall eins der nächsten Level, um nicht vergleich dann sogar zu sagen, der Markt gibt hier im Sinne einer größeren Top-Bildung dann tatsächlich um. Und korrigiert noch wesentlich stärker. Das werden wir auch mal in einem Big Picture auffassen. Sie kennen oder haben vielleicht unlängst schon die Zyklenanalyse immer mal wieder gesehen. Der S&P 500 ja hier im 7-Jahres-Zyklus. Das werden wir demnächst auch nochmal schriftlich darstellen in der schriftlichen Analyse. Und da ist es ja, ich sag mal so, an der Zeit, dass es hier zu einer größeren Korrektur kommt, wenn man denn hier rein die Zyklik betrachtet beim S&P 500. Da ist praktisch eine größere Gegenbewegung überfällig und gegebenenfalls im Sinne der Saisonalität, im Sinne der technischen Vorzeichen, könnte sich dies hier durchaus manifestieren. Warten wir ab, was passiert. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten, liebe Zuschauer. Und wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder. Beste Grüße, viel Spaß noch. Hoffe, Sie standen heute auf der richtigen Seite. Dann gab es einiges abzufassen. Wenn nicht, neue Chancen kommen immer wieder. Ich sage danke, bis morgen und auf Wiedersehen. Tschüss.